wie toll das ist! I know you go on. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag. Gestern waren wir auf dem Konzert. Ich bin jetzt stolz, dass ich sitze eines Xavier-T-Shirts. Das war der Oberknaller. Wir sind dann auch direkt tot ins Bett gefallen. Und heute geht's Richtung Berlin. Aber nur Richtung. Es sind 6 Stunden von hier und ich glaube, nach 3 Stunden legen wir einen kleinen Zwischenstopp ein in ein schönes Hotel und machen heute den ganzen Tag Wellness. Gehen in eine Therme also. Von dem her, ich entspanne auch manchmal zwischendurch. Kleinen Zwischenstopp, Pipi-Pause. Sind hier in so einem coolen Center und da habe ich direkt mal einen Teddy entdeckt. Mal schauen, was Teddy Thüringen zu bieten hat. Gefunden habe. Taschengurte mit komplett fertiger Hardware und Schieber für 4 Euro. Krass. Bin ich erholt, schon in Ruhe gefrühstückt und wir machen uns auf den Weg nach Berlin, wie man an meiner Schützlingbeck sehen kann. Aber vorher mache ich einen Zwischenstopp in Leipzig. Da werde ich nämlich den IKEA aufsuchen und ein Video für euch drehen, was Spezielles. Das machen wir jetzt und dann geht's auf den Weg nach Berlin zu meiner Schwägerin. Ich freue mich schon sehr. Thank you.
Ey, bin du nicht die Letzten? Ich hab noch nicht geschafft. Lisa, was haben Sie für eine schöne Tasche an? Yay! Slingback for life! Weiß ich gar nicht, da müsste ich dir auch fragen. Ich war das erste Mal. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem wunderbaren Berlin. Wir sind ja schon gestern Abend angekommen, war noch sehr, sehr lecker essen. Du hast ja die paar Impressionen gesehen, es war super lecker. Und jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg zum Cricket Store, denn da möchte ich einige Produkte sehen, anfassen, knapschen, die ich schon länger testen wollte. Endlich am Cricket Store angekommen, war ich wirklich überwältigt von der Auswahl. Besonders gefallen hat mir, dass ganz viele Projekte vor Ort auch ausgestellt waren. Viele verschiedene Arten von Folien, auch Infusible Ink, dann die verschiedene Hardware, Schneidematten und natürlich auch die Glow in the Dark. Die will ich unbedingt ausprobieren. Es gab aber auch noch eine riesen Papetiere-Abteilung, würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, Karten, wie du hier siehst, Schlitten, Weihnachtssachen. Und dann war die liebe Anja, die mich wirklich toll beraten hat und ich richtig tolle Gespräche mit ihr hatte, an einem wunderschönen Weihnachtshaus. Und ich überlege tatsächlich, ob ich dir dazu mal ein Video mache. Hier siehst du es jetzt gerade. Das heißt, wenn du dazu gerne mal eine Anleitung sehen möchtest, dann lass mich das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Nebenan gab es dann eine Idee, in die ich natürlich dann auch direkt mal stöbern gehen musste. Es gibt ein paar Projekte neben den Nähen, das ich sehr, sehr gerne ausprobieren möchte. Unter anderem Kerzen zu gießen, aber auch so ein, zwei andere Sachen, die ich da entdeckt habe. Wenn dich solche kreativen Dinge neben den Nähen auch interessieren, dann lass mich das auf jeden Fall gerne wissen. Vielleicht könnt ihr euch noch an mein Label-Video erinnern. Das sind diese Silikonstempel Gold wert. Und schaut mal, was ich dann noch im Bücherregal gefunden habe. Nastjas Nähen für Mama und Babybuch. Zu der gehe ich ja auch noch später. Und ich muss sagen, ich habe mal durchgeblättert. Es sind richtig, richtig tolle Anleitungen dabei. Und dann ging es auch schon weiter zum nächsten Laden, nämlich zu Selfmade. Ich habe euch in der Insta-Story gefragt, wo ich unbedingt hin muss und es wurde sehr oft genannt. Frau Tulpe übrigens auch, da habe ich es leider nicht mehr hingeschafft, aber ich war ja nicht das letzte Mal in Berlin. Eure Empfehlung hat sich auch absolut gelohnt. Ich muss sagen, der Laden war der
Oberknaller. Ich hatte nicht so viel Zeit wie erhofft. Ich habe auch noch jemanden aus der Community getroffen und mich ganz nett unterhalten. Das war mir dann doch wichtiger als Stoffe streicheln. Aber die Auswahl war gigantisch und ist auf jeden Fall lohnenswert, da mal vorbeizuschauen. Gesehen. Wir haben noch Stoffstreichler. Oha. Julian, Emily in Blue. Also hiervon muss ich mir auf jeden Fall was mitnehmen. Reflective Heat Transfer. Kann man was ausschneiden und anbringen. Safety first. So eine Farbe hier mitnehmen. Das will ich unbedingt testen. Habe ich von der Kindergärtnerin nämlich hier so einen Farbblockierer bekommen. Da kann man richtig tolle Effekte machen und will es unbedingt mal austesten. Jetzt haben sie hier noch die Farbe dazu. Vielleicht hole ich mir das mal. Jetzt kann ich mich auch mal zwischendrin melden. Ich war ja jetzt noch bei Selfmade gewesen. Es war wahnsinnig viel Auswahl und viel zu wenig Zeit dafür. Hab auch jemanden ganz lieben aus der Community dort getroffen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und bin dann zum nächsten Termin gehetzt. Ausnahmsweise, was nichts mit Nähen zu tun hat, sondern mit Sport. Hab meinen Mann hier abgeliefert und werde mich jetzt auf den Weg zur Nastia machen. Sie hat schon gemeint, dass es technische Probleme gibt, aber es ist gar kein Problem. Ich habe einen Klappstuhl und Rauchzeichen dabei. Also, wir werden es schaffen. Gleich bin ich da. Ich bin heute ganz schön erledigt. Ich bin gespannt, wie der live wird. Und ich zeige mal, was ich überhaupt noch mit dabei habe. Das war nämlich das erste Geschenk von der Nastia. Es wird hier FSK 18. Denk dran, YouTube-Werbung. Also ich bin in den heiligen Hallen angekommen. Wir sind auch schon richtig motiviert. Ich glaube, die Technik steht. Und was macht das Internet, Nastia? Ja, läuft.
Läuft, läuft. Ich will noch einstellen, dass die Kommentare nicht ausgehen. Also den wäre schön, wenn wir was von euch lesen. Wäre von Vorteil. Also ich hoffe, wir sehen uns gleich. Was ist gelb und kann durch Wände gehen? Fliesofilz. Stylewheel heißt die nämlich. Genau, und bei Stylewheel... Die findest du ähnlich? Ja. Ja, ja, ich auch. Ja. Und wollte das umdrehen und zeigen, wie ich das vernähe und drehe das um und habe ein richtig schönes Hakenkreuz auf der Rückseite. Ziemlich gesorgt. Was hast du dann gemacht? Na, ein Vlies drauf gebügelt. Die Giraffe in diesem Kühlschrank. Ich bin wieder zu Hause und irgendwie in dem ganzen Trubel habe ich vergessen, ein Outro zu drehen, also euch zu verabschieden. Ich war am nächsten Tag noch super lecker frühstücken im Fendrix, hieß das, glaube ich. Dann sind wir nach Hause gefahren, unsere Jungs wurden uns nach Hause gebracht und wir haben noch ein schönes Wochenende mit meinen Schwiegereltern verbracht. Ich hoffe, dir hat der Vlog gefallen. Mir hat die Woche unheimlich gut getan. Es war zwar sehr viel los, auch sehr viel Arbeit, aber ich konnte auch entspannen und habe die Zeit mal mit meinem Mann zu zweit genossen. Wenn dir das Video gefallen hat, du kennst das Ganze. Liken, abonnieren, kommentieren, worauf du Lust hast. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin!